Kommen wir nochmal zurück zu der öffentlichen Verhandlung und jetzt zu Jens Reupert von dem Polizeipräsidium in Berlin, der mich jetzt hoffentlich hört. Jens, mit dieser öffentlichen Verhandlung, bedeutet das, man ist sich sicher, dass Amri der Täter ist oder dass man absolut keine Spur von ihm hat? Es könnte beides der Fall sein. Ich glaube aber Ersteres, dass man sich da ziemlich sicher ist, zumal man ja auch DNA sicherstellen konnte im Führerhaus des Lastwagens am Breitscheidplatz. Das war beim Pakistani so, den man zunächst als Tatverdächtigen festgenommen hatte, dass man ihn deshalb wieder auf freien Fuß gesetzt hat, weil man ganz klar festgestellt hat, die DNA ist nicht von ihm. Jetzt möglicherweise tatsächlich der Fall, diese Entwicklung, dieser Durchbruch, dass man sich ganz sicher ist, zumal man ja auch den Namen Anis Amri komplett veröffentlicht hat. Jetzt diese Öffentlichkeitsfahndung, eine völlig andere Taktik jetzt in diesen Ermittlungen. Möglicherweise auch, weil man jetzt Druck ausüben möchte auf den 23-jährigen Tunesier, dass man zeigen möchte, dass man bundesweit tatsächlich alles in Bewegung setzt, quasi jeden Polizisten, der unterwegs ist, irgendwie darauf aktiviert, ihn irgendwie zu sichten und dann auch festzunehmen, je nachdem. Auf jeden Fall ist die Gefährdungslage so groß, dass es, glaube ich, sehr, sehr schnell gehen muss, denn man weiß nicht, was er noch plant. Die Tatwaffe, die ist und bleibt verschwunden. Höchstwahrscheinlich hat er sie noch bei sich, wenn er tatsächlich der Täter ist. Möglicherweise könnte er damit noch weiteres Unheil anrichten. Auch nicht ausgeschlossen, dass er vielleicht noch einen anderen Anschlag plant. Hier in der Bundeshauptstadt Berlin, vielleicht auch ganz woanders. Vielleicht hat er Unterstützung von seinem islamistisch-salafistischen Netzwerk. Also die Gefahr, die ist sehr, sehr groß und es muss jetzt in den Ermittlungen wirklich vorangehen, damit es endlich wieder etwas ruhiger wird. Das vor allem natürlich die Hoffnung hier bei den Berlinerinnen und Berlinern. Blicken wir noch mal etwas genauer auf Anis Amri, der Mann, der mit mehreren Identitäten seit langer Zeit in Deutschland unterwegs war, als Gefährder bekannt war den Behörden und sogar in Abschiebehaft saß. Das große Problem dabei ist, dass es formale Fehler gegeben hatte bei dieser Abschiebung. Also er war ja dann geduldet in Deutschland und die Frage ist, wie kann es dann sein, dass man ihn nicht richtig kontrolliert, dass er immer wieder unterwegs ist in verschiedenen Orten und dort möglicherweise auch Kontakte gepflegt hat zu anderen Netzwerkern, zu führenden Personen der Terrorzelle in Nordrhein-Westfalen, vor allem, wo ja die Salafisten recht gut aufgestellt sind aus ihrer Sicht. Das ist etwas, was die Behörden sicherlich noch weiter beschäftigt. Wird auch nach einer möglichen Festnahme. Wie konnte er sich bewegen? Wie konnte es sein, dass er hier in Berlin sich aufhalten konnte eine lange Zeit, obwohl er eigentlich die Auflage hatte, Nordrhein-Westfalen nicht verlassen zu dürfen? Also da gibt es, glaube ich, einen ziemlichen Druck, der da auf einige noch zukommt. Vielleicht ja auch auf den Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Ralf Jäger, der sich auch heute zu Wort gemeldet hat. Hier im Polizeipräsidium Berlin hat man auf jeden Fall die Hoffnung, dass es ruhig bleibt heute. Man ist absolut alarmiert. Das gilt auch für das Fußballspiel, was ansteht heute Abend im Olympiastadion. Hertha BSC Berlin empfängt den SV Darmstadt 98. Natürlich eine ganz besondere, eine außergewöhnliche Lage. Viele Polizisten sind im Einsatz und ich glaube, viele Fans, die begleitet ein mulmiges Gefühl zum Fußball. Ganz herzlichen Dank, Jens Reupert.